Was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FC25 Video. Und heute gibt es mal endlich eine Marktanalyse. Ganz viele von euch haben mich gefragt, hey, was soll ich mit dem Spieler machen? Was soll ich mit dem Spieler machen? Kann man noch investieren? Wen soll ich verkaufen? Wen soll ich behalten? All diese Fragen beantworten wir heute in diesem Video. Und für alle, die gerade schon ein paar Coins haben, aber nicht wissen, wie sie damit traden können, ihr könnt gerne in den Discord kommen. Der ist schon voll aktiv, Freunde. Wir sind da jetzt wirklich die letzten Tage so am Ackern gewesen. Und hier könnt ihr eben noch reinkommen. Das Ganze kostet 10 Euro. Hier seht ihr jetzt auch mal ein bisschen Feedback aus dem Discord, also wie die Leute im Discord das Ganze sehen. Und ich muss sagen, ich bin da echt sehr, sehr stolz drauf, auch einfach, dass hier so ein Feedback rauskommt. Also das ist wirklich ein absoluter Traum. Hier noch eins, was ich rausgesucht habe. Also das ist wirklich sehr, sehr nice. Okay, Freunde, bevor wir jetzt wirklich in die Marktanalyse reingehen, ganz kurz noch meine Squad Battle Rewards. Und die sind wirklich nicht krass. Also die sind wirklich nicht krass. Ich war ja am Wochenende in Köln, habe dort irgendwie mit Remote Play und so weiter versucht, ein, zwei Games zu machen gefühlt. Und wir haben hier halt Mini-Packs. Aber ich dachte mir, komm, die öffnen wir trotzdem kurz mal. Also gehen wir rein. Erstes Pack, 15k-Pack tradable. Ja, perfekt. Nicht mal irgendwie so eine Animation. Ich muss mir auch nochmal genau anschauen, wann es ein Walkout ist und wann nicht. Ich habe, wie gesagt, die letzten Tage halt gar kein Gameplay spielen können, sondern war nur in der Web-App und war nur am Traden die ganze Zeit. Aber by the way, solche Karten kann man ultra gut leicht UV verkaufen. Also gerne so für 650 bis 750 reinstellen. Die gehen wirklich gut weg. Und natürlich auch genauer schauen teilweise, ob die wirklich was kosten, weil teilweise kosten die wegen SBCs halt richtig, richtig viel. Okay, das zweite Pack ist hier ein 75 plus mal 5 und es ist ein Walkout. Ist es ein Walkout? Ich weiß es nicht, Freunde, ich erkenne es leider noch nicht. Rechts Mittelfeld Bundesliga Deutschland. Wer ist denn das? Gnabry oder was? Bayern München, ja, das war klar. Wahrscheinlich Gnabry, oder? Ja, Gnabry 82er Rating, das ist ja kompletter Schmutz. Okay, das heißt, dahinter wird es ja wahrscheinlich auch nichts sein. Ja, perfekt. Das waren richtig schlechte Packs. Aber, Freunde, was ich auch noch hatte, und das ist wirklich krass, ich liege heute in der Früh im Bett einfach und öffne mein Vorschau-Pack. Und ihr seht hier, ich habe einfach Rashford im Vorschau-Pack gehabt. Und das ist wirklich die perfekte Überleitung dann auch zum Thema, was wir jetzt eben ansprechen mit dem Marktcrash. Aber ihr seht hier 27k, ich muss mir das Vorschau-Pack natürlich jetzt erstmal holen und Rashford einfach verkaufen, ist eh klar. Okay, Freunde, dann gehen wir jetzt rein in das Thema mit dem Marktcrash, denn es ist wirklich, wirklich ernst. So, es ist wirklich ernst, okay? Die Spieler droppen jetzt schon ziemlich stark und wenn ihr noch Karten habt, die ungefähr in diesem Bereich liegen, den ich euch gleich nennen werde, verkauft die unbedingt, ihr werdet sonst wirklich nur Verlust machen. Ein Beispiel ist Gyökeres. Ja, der kostet jetzt gerade 17.000 Münzen, da können wir uns auch einfach mal kurz den Graph ansehen und wir sehen auch, okay, der war schon mal bei 19k, dann ist er jetzt runter auf 15, jetzt ist er nochmal auf 17, aber Freunde, dieser Spieler wird zu 100% die nächsten Tage fallen. Das ist ganz, ganz sicher. Warum ist das so? Das ist ein Spieler, der relativ oft gezogen wird, weil sein Rating nicht allzu hoch ist. Also 84er Rating zieht man relativ häufig und dadurch, dass eben Rivals Rewards jetzt dann kommen am Donnerstag, Freitag ist der Full Release, also ab 0 Uhr Freitag werden Packs ohne Ende schon wieder gezogen von den ganzen Standardleuten, sage ich jetzt mal, also von den Leuten, die sich die Standard-Edition halt geholt haben. Da wird so viel Supply auf den Markt kommen, also so viele Spieler werden auf den Markt geflutet, dass so ein Gyökeres einfach nicht mehr so selten sein wird. Also jetzt gerade ist er relativ selten, weil nur die Leute gerade spielen, die die Ultimate Edition haben und der wird einfach nicht mehr so rare sein sozusagen. Ein Spieler, an dem man das auch richtig gut erklären kann, ist einfach Van de Ven. Ihr seht es hier, 88 Tempo, ja, super Stats, aber halt 82er Rating. Der wird so oft gezogen werden. Und dadurch, dass das Angebot auf dem Markt steigt und die Nachfrage steigt natürlich auch, aber das Angebot steigt deutlich stärker, dadurch, dass das Angebot so steigt, dadurch wird er dann eben droppen. Und er ist jetzt schon gedroppt. Er ist schon von 58k auf 52 gedroppt. Und das sieht man auch hier am Graphen ganz gut, dass er jetzt schon eben runtergeht. Und das wird wirklich hier crashen ohne Ende, Freunde. Macht euch nichts vor. Solche Karten werden wirklich droppen. Also verkauft diese Karten, falls ihr sie noch habt oder falls ihr sie als Investment mitgenommen habt. Davis zum Beispiel ist so ein bisschen ein anderes Beispiel. Davis ist schon fast so eine Metakarte, weil der halt einfach jedes Jahr immer ganz gern gespielt wird, aber auch der wird, denke ich, droppen und auch ein Tomori wird, denke ich, droppen und solche Karten, also Metakarten, könnt ihr euch dann tendenziell am Freitag nochmal holen. Dazu kommen wir aber gleich. Also, kurz nochmal zu den OP-Starterkarten. Diese Karten verkaufen, weil sie einfach droppen werden. Ein Doku kostet jetzt gerade 22k. Das ist komplett überteuert. Der wird droppen. Correa kostet 20k. Der wird droppen. Martinelli kostet 14k. Der wird droppen, Freunde. Das ist eine ganz normale 83er-Karte. Macht euch nichts vor.
Udogi wird droppen, der wird niemals auf 10k bleiben. Diaby wird niemals auf 10k bleiben. Endrick, Freunde, wird niemals auf 10k bleiben mit den Stats und dem Rating. Also von dem her, solche Karten unbedingt verkaufen, sie werden zu 100% droppen. Ein bisschen was anderes ist es natürlich dann bei den ganzen Meta-Karten. Also bei den Karten, die wirklich dauerhaft jetzt für ein, zwei Monate auf jeden Fall gezockt werden, weil sie eben noch besser sind als alle Special-Cards, die rauskommen. Und dabei geht es um Spieler wie Vinicius Junior, Mbappé, Van Dijk, Heung-Min Son, ein Bellingham, ein Valverde natürlich, ein Eder Militao eventuell auch, ein Rodrigo, ja, wobei mit 81 schießen könnte es auch zu wenig sein, aber sollte auch dabei sein, ein Saliba eventuell noch, ein Mondi definitiv. Also das sind alles Karten, die auf jeden Fall stabiler sind und die einfach in also anders zu bewerten sind als die OP-Starterkarten. Also OP-Starterkarten werden jetzt tendenziell die nächsten ein, zwei Wochen einfach komplett nach unten droppen. Und vielleicht gibt es dann nochmal Rebounds und vielleicht gehen die nochmal hoch, vor allem Anfang nächster Woche. Aber die werden tendenziell eher droppen. Metakarten werden tatsächlich jetzt auch tendenziell droppen. Ich kann das natürlich nie zu 100% sagen, weil ich ja auch nicht in die Zukunft sehen kann. Ich glaube, das sollte euch allen bewusst sein, aber ich versuche euch halt so gut es geht zu erklären, was ihr mit den Karten machen sollt. Als Beispiel jetzt ein Valverde, kostet gerade 430k, hat unfassbare Stats, alles über 80. Also das ist wirklich eine bombastische Karte. Und wenn man sich den Graphen da ansieht, dann sieht man, dass er relativ stabil ist auf seinen 440k jetzt. Er war gestern halt auch nochmal deutlich teurer auf 480, aber ansonsten jetzt hier ist er halt auf 440 oder 430 jetzt hängen geblieben, aber auch der droppt aktuell. Und das ist auch die Prediction, die ich euch damals mitgegeben habe. Ich habe ein perfektes Starter-Video gemacht und habe in dem Video genau erklärt, okay, Metakarten werden circa am Dienstag droppen oder am Montagabend. Und viele davon sind eben genau so gedroppt jetzt schon. Also halt eben hier, seht ihr auch ganz gut, der ist von Montag, ja, dann eben gedroppt auf Dienstag 430 und hier hat es nicht ganz gestimmt, weil Montag am Abend zum Beispiel war er bei 460, man hätte ihn hier für 480 verkaufen können. Ja, ganz genau kann ich das natürlich eh nicht predikten im Vorhinein, aber Valverde ist gedroppt und er wird, denke ich, auch noch ein Stück weiter droppen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er auf unter 400k geht und solche Karten werden tendenziell bis Freitag runtergehen. Das ist jetzt auch mal so meine Prediction. Wie gesagt, ich kann es nie zu einem Milliarde Prozent sagen, aber jetzt auch zum Beispiel ein Heung-Min Son. Ja, das ist eine Top-Karte, relativ teuer mit 340k. Wenn man sich da den Graphen anschaut, dann sieht man einen ähnlichen Verlauf, also auch der. Ja, ist jetzt hier ein bisschen gedroppt schon, ist davor aber die ganze Zeit gestiegen, aber ich denke auch der wird beispielsweise auf unter, naja, was wird der gehen, unter 310k oder so, der wird schon noch ein bisschen droppen auf jeden Fall bis Freitag, das ist zumindest meine Prediction. Und wie können wir damit jetzt traden? Also das Ding ist, wenn ihr solche Metakarten jetzt habt, würde ich sie persönlich jetzt verkaufen, einfach aus dem Grund, das sind nicht die, die ich vorher hatte, einfach aus dem Grund, weil diese Karten, wie gesagt, sehr wahrscheinlich bis Freitag droppen werden. Das heißt, falls ihr die noch habt, einfach sellen. Ich würde es nicht da rein investieren, das ist ein schlechter Zeitpunkt einfach gerade und schaut dann einfach mal, wie die Preise am Freitag sind. Freitag, wie gesagt, 0 Uhr kommt da die Standard-Edition raus. Und das ist natürlich ein optimaler Zeitpunkt zum Investieren. Ab 0 Uhr könnt ihr snipen. Die Frage ist halt, ob da die Spieler schon so low sind, weil natürlich jetzt ein Bellingham zum Beispiel da noch nicht so oft gezogen wurde. Die Leute ziehen ja ab 0 Uhr ihre Packs und wenn ihr genau ab 0 Uhr schon einen Spieler einkauft als Investment, dann ist es sehr wahrscheinlich zu früh, weil der ja noch nicht so auf den Markt gespült wurde. Ab 1 Uhr kann man, by the way, extrem gut bieten wieder. Freunde, das wird unfassbar gut gehen. Wir haben im Discord dazu auch so massig Coins gemacht. Ich mache euch da dann immer auch so ganz kurze YouTube-Videos, so ein, zwei Minuten Dinger, kommen da immer wieder online, wo ich einfach nur ganz kurz erkläre, wie man gerade Coins machen kann, weil das einfach halt schneller geht für mich auch. Und da habe ich euch auch gezeigt, dass ich beispielsweise einen Davis so brutal günstig erboten habe, einfach weil ein paar Spieler auf dem Markt gespielt wurden. Freunde, 23.000 hier, live Beweis, dass die Methode funktioniert. Und ihr seht es, das sieht gut aus. 23.000, wir haben ihn. That's it. So, voll Trading ist absurd. Ja, 23k gekauft, kann ich jetzt für 30k verkaufen.
In eine Sekunde. Und das wird eben am Freitag auch unfassbar gut gehen ab 1 Uhr, weil da die ganzen Karten ablaufen, die ab 0 Uhr gezogen werden. Also ihr müsst überlegen, ab 0 Uhr ziehen die ganzen Leute wie wahnsinnig ihre Packs und ab 1 Uhr laufen die ganzen aus und viele stellen sie ohne Startpreis rein und dann könnt ihr da wirklich extrem gut Coins machen. Das ist wirklich absurd. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein eigenes Video. Ansonsten, wie gesagt, im Discord sind da die Tipps eh auch drinnen. Also die Karten sind sehr wahrscheinlich am Freitag dann relativ low. Wann gehen sie wieder hoch? Ich denke, dass sie Anfang der Woche wieder steigen werden und vor allem so Dienstag, Mittwoch sollten sie ihr High haben. Das heißt, jetzt beispielsweise ein Mondi liegt jetzt bei 116k, ist aber gedroppt schon. Das heißt, wir können das hier einmal sehen beim 14-Tage-Graph. Also der war auch schon mal bei 130k, der war dann hier auch bei 125, liegt jetzt nur bei 116. In solche Spieler würde ich am Freitag investieren. Einfach mal schauen, vielleicht kostet der unter 100k wieder. Ihr müsst halt wirklich auch schauen, dann, dass ihr ja ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, jetzt was die Spieler kosten. Also am besten jetzt auch schon mal so ein bisschen im Blick behalten, jetzt okay, was kostet ein Mondi? Und wenn der unter 100k zum Beispiel liegt, wie gesagt, vielleicht liegt der auch bei 85k, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Also jetzt nicht mich festnageln und den unter 100k ganz safe mitnehmen, sondern einfach mal schauen, wie er sich entwickelt. Aber jetzt vom Gefühl her, wenn er so unter 100, unter 95k liegen sollte, dann kann man den, denke ich, schon einpacken. Also einfach am Freitag in der Nacht, also am besten dann so vielleicht auch um 3 Uhr, 4 Uhr erst mal reinschauen, per Bieten, vielleicht nochmal per Snipen, sich einfach günstig einen mitnehmen oder Samstag in der Früh, das geht auch, also so Samstag bis Mittag, denke ich, soll es noch in Ordnung sein, sich Karten mitzunehmen, weil da auch noch die ganzen eben reingestellt werden, die Leute halt gezogen werden und da könnt ihr immer noch Karten bekommen und da könnt ihr euch was mitnehmen und die dann eben Dienstag oder Mittwoch verkaufen wieder. Der Gewinn wird da sehr wahrscheinlich nicht unfassbar hoch sein, also ihr werdet da jetzt nicht plus 100% Gewinn machen, sondern eher so plus 20, plus 10, plus 30%, sowas um den Dreh. Also jetzt beispielsweise ein Mondi, wenn der auf 100k ist, dann geht der vielleicht wieder auf 120 hoch, sowas in den Dreh, okay, also sowas um den Dreh. Die werden jetzt nicht irgendwie auf 200k hochgehen, also die werden nicht viel höher gehen, als sie jetzt kosten, beziehungsweise jetzt die letzten 2 Tage gekostet haben. Genau, das ist eigentlich ein Investment-Tipp, den ihr umsetzen könnt. Ihr könnt dann natürlich auch auf Team of the Weeks gehen, das sollte, glaube ich, klar sein. Team of the Week 1, diese Packs sind nicht mehr in den, diese Spieler sind nicht mehr in den Packs, deswegen werden sie natürlich umso seltener und ich empfehle euch schon sehr, sehr stark, dass ihr euch beispielsweise am Freitag eben, wenn Gabriel auch nochmal auf dem Markt ist und so und wenn die Leute vielleicht auch nicht mehr so ein Interesse haben an Gabriel am Freitag, dann könnt ihr da auch nochmal rein investieren und diese Karten steigen meistens auch bis Anfang der Woche ganz gut an. Auch ein Lamine Yamal könnte gut ansteigen und auch zum Beispiel ein Zakaria könnte vielleicht jetzt nochmal droppen ein bisschen, weil die Leute den nicht mehr unbedingt zocken gerade und so und weil der einfach halt nicht so spannend ist jetzt und dann geht der auf unter 20k, sagen wir, dann nehmt ihr euch den für 18k mit am Freitag und verkauft den eine Woche drauf für 24k. Also das soll auch ganz gut funktionieren. Ihr könnt übrigens mit den Team of the Week Karten auch wirklich jetzt schon super Coins machen mit leichtem UV. Ihr könnt teilweise auch die Chemistry Methode darauf anwenden. Also das klappt wirklich gut. Ansonsten mache ich gerade meine Coins viel mit überteuert verkaufen natürlich. Das geht ja immer. Chemistry Methode ist das hier teilweise auch. Und vor allem auch Non-Red Trading geht auch sehr, sehr gut schon. Und die Liegen-Methode ist auch sehr, sehr geil. Diese ganzen Methoden sind im Discord natürlich schon erklärt. Ich habe teilweise die Methoden auch schon auf Social Media erklärt, also jetzt beispielsweise die Chemistry-Methode, da habe ich ein TikTok dazu gemacht, das könnt ihr gerne einfach mal auschecken, also einfach auf TikTok schauen, da habe ich die Methode erklärt, die ist wirklich top und wirklich sehr, sehr leicht und Liegen-Methode zum Beispiel, das will ich euch auf jeden Fall noch erklären in Ruhe dann in einem eigenen Video, genau, aber damit trade ich halt gerade und es geht eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich war halt noch kaum im Gameplay drinnen, das ist halt der Haken gewesen bei mir, ich war halt nur Web-App und so drinnen und das kostet mir natürlich ein paar Coins, weil ich vor allem jetzt eben keine krassen Squad Battle Rewards hatte. Rivals werde ich mir schon noch erspielen, also von dem her, ja, wir kriegen das auf jeden Fall schon hin. Okay, Freunde, und damit war es das jetzt auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich möchte auf jeden Fall auch noch eine überteuert verkaufen Liste dann hier auf YouTube mal hochladen. Das wird noch ein paar Tage dauern, aber das wird sehr wahrscheinlich auch noch kommen. Also von dem her könnt ihr euch darauf auch schon freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, zu was ihr noch Videos haben wollt, was für Tipps ihr braucht, worum es gerade geht bei euch sozusagen, also wo braucht ihr Hilfe, das könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich auch versuchen, meine Videos ein bisschen drauf abzustimmen. Ich glaube, das sollte ganz sinnvoll sein und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann, danke fürs Zusehen, vergesst nicht, habt wie immer High Hopes und ciao, ciao.